Das Gefecht dauerte 1,5 Stunden vielleicht. Wir hatten einen Toten, das war Caporal Gobin von den Krab. Wir hatten mehrere Schwerverletzte und irgendwann hörten alle auf zu schießen. Es war plötzlich mucksmäuschenstill. Das war eine Stille, die du hast greifen können mit Händen. Ich weiß noch ganz genau, was ich da gemacht habe. Ich habe mich umgeschaut, bin aufgestanden, habe meinen Helm abgenommen, meine FAMAS in die eine Hand, Helm in die andere Hand. Dann bin ich auf die Straße gelaufen, das war die Avenue Schöcher. Dann bin ich die Straße hochgelaufen, habe von Weitem einen Grenzstein gesehen. Auf diesem Grenzstein saß ein Soldat. Ich bin näher gekommen, das war mein Soldat, einer meiner Soldaten. Das war der Jefferson, ein Neuseeländer. Der hat mich angeschaut, der hatte seine Waffe auch noch in der Hand. Und als ich näher kam, habe ich gesehen, dass er voller Blut war. Sein ganzer Kopf war voller Blut, seine ganze Uniform war blutbeschmiert. Und er hatte hier einen Einschuss und da ein Ausschussloch. Das Loch war so groß wie eine. Das Loch war so groß wie eine 50-Cent-Münze. Und Jeffy, mein Soldat, der schaut mich an, nickt mit dem Kopf, so als wolle er sagen: Hey, mon adjudant, alles klar, hab keine Angst, ich werde überleben. Später aber hatte ich dann eine andere Theorie entwickelt. Vielleicht sollten mir die Blicke von meinem Soldat auch sagen: Hey, siehst du mich, wie ich aussehe, was mir passiert ist? Du hast mich hierher geführt. Du hast dein Versprechen nicht eingehalten, dass du all deine Leute safe und sicher wieder heimbringst. Ja? Kommen wir mal zum Jefferson, der ist in Folge 13 Mal operiert worden und der hat heute seine totalen Geschmacksnerven kaputt. Er kann nicht riechen, er kann nicht schmecken und ich habe ihn seit mehreren Jahren aus den Augen verloren. Also ich weiß nicht, wo er ist, ich weiß nicht, was er heute macht. Neben dem Jefferson hatte ich noch andere Verletzte in meinem Zug. Ich hatte einen Unteroffizier, einen Franzosen, einen Gaulois, der hat einen Schuss in den Rücken abbekommen. Dann hatte ich noch Gimmiger, meinen Scharfschütze. Der hatte einen Schuss an der Hüfte abbekommen. Einer von den Krabbleuten, die uns unterstellt waren oder die abgestellt waren, um uns zu unterstützen, war tot. Das war der Kaporalchef Gobin. Wir hatten einen Adjutant-Chef, der hat einen Schuss abbekommen in den Helm, in den Stahlhelm. Kugel hier rein in den Helm. Helm durchschlagen, einmal eine Runde gedreht und von der anderen Seite wieder raus. Also er sah schlimm aus, hat es aber überlebt. Und dann hat man noch 7 oder 8 Verletzte von der Einheit, die zur Unterstützung angerückt kam. Das waren die Blauen, das war die CEA, die Compagnie Éclairage d'Appui. Das war die schwere Kompanie von unserem Regiment. Aber wie gesagt, als das Schießen rum war, als alles beendet war, da habe ich noch in dieser Nacht beschlossen, meiner Karriere bei der Fremdenlegion ein Ende zu bereiten. Ich bin dann noch 5 Jahre geblieben, weil ich noch einen Vertrag hatte mit der Fremdenlegion. Aber ich habe zunächst alles gemacht, dass ich aus der Kampfeinheit rüberversetzt werde in die Stabs- und Versorgungskompanie. Bin dann Maître de Tir geworden, also Schießmeister für das Regiment, verantwortlich für den ganzen schießtechnischen Bereich, für die Munition, für die Ausbildung der Züge, der Kompanien, der Gruppen, Kompanie-Gefechtsschießen gemacht oder Regiments-Gefechtsschießen gemacht mit scharfer Munition. Das war dann mein Job, die ganzen Schießplätze, Sital, also Schießkinos, das unterlag alles meiner Obhut. Aber ich wusste schon, ich würde nie wieder Waffe in der Hand irgendwo eingesetzt werden, weil ich das auch nicht mehr wollte. Es war vorbei. Damals in meinem Kopf, nach all dem, was ich erlebt und gesehen habe, war für mich Krieg ist Scheiße an der Tagesordnung. 97 nach der Operation Pelikan, es war Ende Juni, nein, es war Mitte Juli, sind wir dann heimgekommen, wieder zurück nach Calvi, also verlegt worden von Kongo Richtung Korsika, heimgekommen. Ja, und ich war bei meiner Frau, die damals schwanger war, und für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich lebte aber auch irgendwie mit dem Zwiespalt. Ich lebte mit dem Zwiespalt, wo ich mir eben sagte, okay, du hast jetzt noch einen Vertrag, du musst das irgendwie bis zu Ende bringen, bist aber nicht mehr der überzeugte Soldat. Weil ich damals festgestellt habe für mich, das Leben, Happy Life, Familie, die Menschen, das ist viel, viel wichtiger als irgendwelche Kriege, als alle Kriege dieser Welt. Und deswegen und seitdem ist für mich das Motto, Krieg ist Scheiße. Ich will keinen Krieg mehr, ich werde nicht mehr kämpfen, außer das Schicksal zwingt mich dazu und da muss schon viel kommen. Im Jahr 2002 habe ich dann die Armee verlassen, also die Fremdenlegion verlassen, definitiv.
Und aus mir ist mehr oder weniger ein Pazifist geworden. Jetzt nicht der hundertprozentige Pazifist, der, wenn man ihm einen Schlag auf die rechte Wange gibt, die linke auch noch hinhält. Nee, wenn zu mir jemand kommt und er sucht Merde, er sucht Scheiße, gut, hat er Pech gehabt, dann bin ich da. Oder wenn jemand meine Familie angreift, ja, dann werde ich wahnsinnig, dann werde ich wütend und dann nehme ich auch noch mal eine Waffe in die Hand. Aber ansonsten möchte ich nie wieder in irgendwelche Kriegshandlungen verstrickt sein. Never, never, never. Und ich sag's nochmal, ich sag's jedem, der es wissen will, wenn jetzt irgendein NATO-Land Russland angreift oder wenn irgendwie die NATO denkt, sie müsste an der Ostflanke der NATO Russland böse Zeiten bescheren, dann sollen die das machen, aber ohne mich. Da bin ich raus, da mache ich nicht mit. Ich werde meine Familie verteidigen, ich werde mein Land verteidigen, aber innerhalb der Landesgrenzen. Und über das hinaus negativ. Keinen Meter, keinen Meter. Krieg ist scheiße. Krieg ist absolute Scheiße. Krieg macht nur Unsinn. Und all die Leute, die immer nur von Krieg reden, denen wünsche ich mal einen Tag oder zwei Tage an der Hauptkampflinie in der Front, ja, Russland, Ukraine, die sollen da mal dahin gehen. Wisst ihr was? Die machen in die Hose, die machen Pipi in die Hose. Und wenn sie dann geläutert sind, dann kehren sie heim ins brave Deutschland und sagen, okay, war doch nicht so gemeint. Lasst uns Frieden haben. Ja? Also, liebe Leute, das war mein Weg vom Elite-Soldaten zu einem Thomas Gast, dessen Motto heute ist, Krieg ist Scheiße. Ich wünsche euch allen da draußen Gesundheit. Ich wünsche euch alles, was ihr euch selber wünscht. Ich wünsche uns allen Sicherheit und Frieden. Mein Motto, Krieg ist Scheiße. Amitié Legionnaire, euer Thomas Gast. Ich melde mich ab und bin dann mal weg. Dankeschön, danke fürs Zuhören. Tschüss.